Jetzt ist es so, dass Elle hat eine jüngere Schwester gekriegt. Der Duftcharakter von diesem Debat del Sol ist, sage ich jetzt mal, eine würzige, fruchtige Komposition. Und es gibt ja demnächst auch ein schönes Video dazu, dem Thema. So, jetzt Ruhe, Leute. Hier wird gedreht. Ja, ich werde ja immer wieder gefragt, was ist dein bester Damenduft oder was wäre für dich der beste Damenduft, den du kennst? Und bei fast jedes Mal, wenn ich das gefragt werde, habe ich immer gesagt Elle von Serjoff aus der 1717 Stone Collection. Warum ist Elle für mich der beste Damenduft? Weil er seltene Eleganz und Femininität ausstrahlt, nicht zu überladen ist, nicht so flashy ist, also wirklich vielleicht auch ein bisschen klassisch, aber wirklich elegant ist. Jetzt ist es so, dass Elle hat eine jüngere Schwester gekriegt und das ist Elle Anniversary. Warum jüngere Schwester? Weil klar, hier ist die DNA von Elle drin, aber etwas modernisiert und dadurch, finde ich, erreicht er auch jüngere Frauen. Also ich sehe den auch sehr stark bei jungen Frauen, während der andere Elle schon eher, jetzt sage ich mal, für eine nicht unbedingt extrem junge Frau ist. Wobei, es ist natürlich immer Geschmackssache, jeder kann machen, was er will. Ich sage, das ist die kleine Schwester, aber nicht kleine Schwester im Sinne, dass sie etwas Ähnliches hat, aber ein bisschen weniger. Weil wenn jemand eine Alternative zu Elle sucht, ist es Lua aus der Shooting Star Kollektion. Aber wir bleiben jetzt hier auf dem Level. Also der ist etwas moderner, etwas, ja, auch ein bisschen mehr so Candy-Noten drin, die sonst normalerweise der andere Elle nicht hat. Abgesehen davon, dass der Flakon natürlich mit eines der schönsten ist, mit dieser Goldapplikation, das ist 24 Karat Gold, was von Hand appliziert wird. Das heißt, jeder Flakon ist ein Unikat, es ist nirgendwo gleich das Gold verteilt. Vorne haben wir eine Perlmutt-Plakette, das ist also auch außergewöhnlich. Und natürlich diese leicht rosa Farbe, die natürlich nochmal den Charakter des Duftes besser ausdrückt. Also wie gesagt, ein würdiger Nachfolger bzw. eine würdige Ergänzung zu dem normalen Elle. Und wenn ich jetzt gefragt werde, was ist für mich der beste Damenduft, dann sage ich Elle und Elle Anniversary. Es gibt eine weitere Neuheit von Casamorati mit dem sehr typisch italienischen Namen Le Var del Sol. Es ist schon mutig, so einen Namen zu nehmen, weil es ist halt schon ein typisch italienischer Name, auch ein bisschen leicht mit einem Dialekteinschlag, der da ist. Le Var del Sol heißt Sonnenaufgang, also sprich, wenn die Sonne aufgeht, beziehungsweise man kann es auch als Sonnenuntergang bezeichnen, weil die Sonne untergeht, aber normalerweise ist es eben eigentlich Sonnenaufgang. Aber wie gesagt, auch Sonnenuntergang ist okay, jedenfalls die Sonne kommt oder verlässt uns. Und das sieht man, ist natürlich auch sehr schön und ich würde sagen, in dem Flakon ist mehr der Sonnenuntergang interpretiert. Wir haben hier diese Rötung, unten dieses Gelbe. Das heißt, dieser Flakon ist wunderschön gemacht mit dieser zweifarbigen Verlauf, trotzdem transparent. Dass ich habe also unten diese sonnigen gelben Noten und oben dieses rote, wie eben auch im Sonnenuntergang ist, genauso wie ich es hier bei der Kordel habe, die bei Casamorati auch typisch ist. Und wenn ihr für den Duft auch noch passendes Einsteck sucht, so hier. Und Outfit natürlich auch, klar. Der Duftcharakter von diesem Le Var del Sol ist, sage ich jetzt mal, eine würzige, fruchtige Komposition, die in, ja, eigentlich in der Casamorati-Linie sehr gut zum Tragen kommt. Also was hier drin ist, also ich lese mal vor, also weil ich sage, auswendig lerne ich das nicht. Ich bin kein Fan von Duftpyramiden, aber das wisst ihr ja eh schon. Und es gibt ja demnächst auch ein schönes Video dazu, dem Thema. Also Rose, Zitrone, Orange, Bergamotte, grüne Noten, Apfel, Kardamom, Veilchen, Lilie, Jasmin, Patchouli, Musk, Tonkabin, Karamell, Benzoin. Was man sich merken sollte, ist auf jeden Fall diese floralen Noten, aber auch diese, ich sag mal, sehr typische Serjoff-Basis, die eher etwas wuchtiger ist, eben mit der Tonkabin und diesem Karamell. Also ein ganz toller Sommerduft, aber eher so ein bisschen breiter, ein bisschen aufgestellt, ein bisschen kräftiger aufgestellt. Also es ist kein Freshie. Ne? Ganz tolles Release und eine wunderschöne Flasche. Ist der Duft ist prädestiniert für einen Sommerurlaub, sage ich jetzt mal, es muss nicht unbedingt jetzt Italien sein, kann auch irgendwo anders sein. Karibik würde ich hier nicht nehmen. Für Karibik haben wir was anderes, aber ich sage mal so europäischen Sommerurlaub.
jetzt nicht neu, aber beziehungsweise schon länger, was heißt länger, schon seit einiger Zeit im Programm, wäre jetzt hier das Pendant für den Karibikurlaub. Das ist Quattro Pizzi, wir haben ja schon über den Duft gesprochen, eben diese Tuberose, Kokoskombination, die faszinierend ist und die ist prädestiniert für die Karibik, weil Tuberose ist eine Blüte, die in der Karibik wächst, Kokosnuss ist eine Pflanze, die tendenziell in der Karibik wächst. Also wenn jemand in die Karibik fährt oder in exotische Strandgebiete, ist das da der Duft, der mit muss eigentlich, da kann man nicht so sagen. Dann haben wir noch den White on White. Warum zeige ich den jetzt nochmal? Weil es meiner Meinung nach der beste Herrn-Sommerduft ist, wenn man jetzt kein Freshy haben will. Wir haben hier eben diese Feigennoten drin. Diese Feigennoten sind etwas immer herber, trockener, sind nicht so verspielt, sind nicht so, ich sage mal, so süß, penetrant, sondern haben eh einen eigenen Vibe. Es gibt bei Serjoff keinen Feigenduft. Feigendüfte sind sehr beliebt, vor allem bei Männern sind sie sehr beliebt. Und das ist absoluter Top-Pick für den Sommer. Kann man auch im Herbst tragen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich die Empfehlung für den Sommer, wenn jemand jetzt nicht ein Freshy sucht, ist White on White von Serjoff.